gleich weiter, wenn wir umgestöpselt haben mit Markus Beckedahl, zu unserem Vorsitzenden, der noch mal ein bisschen etwas über Netzneutralität erzählen wird und was so in dem letzten Monat besonders passiert ist und in den Medien eigentlich relativ untergegangen ist, was aber nicht weniger wichtig ist als alles andere. Vielen Dank dir. Hallo. Ihr erinnert euch vielleicht, Netzneutralität war das Thema, was uns im Frühjahr interessierte, so bevor Prism kam, und ich muss ja immer darauf hinweisen, dass es mal ein großes Thema war bei der Aufmerksamkeitsaufnahme von vielen Nerds. Auf jeden Fall haben wir das Problem, dass diese Debatte immer noch da ist und immer noch ungeklärt ist. Man muss bei Netzneutralität immer kurz definieren, von welcher Netzneutralität redet man. Wenn wir von Netzneutralität reden, dann meinen wir das End-to-End-Prinzip, dass wir an den Enden des Internets entscheiden können, mit welcher Hardware, mit welcher Software, mit welchem Dienst, mit welchem Protokoll wir mit anderen Menschen oder anderen Maschinen an den anderen Enden des Internets kommunizieren können, ohne dass jemand in der Mitte sagt, geht, geht nicht, geht schneller, geht langsamer oder so. Das muss man dazu sagen, weil es gibt unterschiedliche Arten von Netzneutralität. Wenn man sich mit diesen ganzen unterschiedlichen Playern unterhält und mit den unterschiedlichen Parteien, alle sind für Netzneutralität, der Teufel steckt im Detail. Wir verfolgen das Thema ja schon seit einigen Jahren. Es hat bis Anfang dieses Jahres leider niemanden interessiert. Jetzt interessiert es auch leider niemanden mehr. Zwischendurch interessierte es Menschen. Die Netzneutralitätsdebatte hat auch verschiedene Ebenen. Wir haben früher über eine ganz andere oder ganz andere Ebenen diskutiert, als wir es jetzt machen. Also der frühere Diskurs war eigentlich das, dass vor allen Dingen in Mobilfunktarifen bestimmte Services blockiert werden aus Schutz der eigenen Geschäftsfelder, wie zum Beispiel sehr beliebt Voice over IP zu blocken, weil Voice over IP bedeutet unter anderem, dass die Leute dann kostenlos telefonieren können und zwar Datenleitung zahlen, aber nicht mehr die normale Sprechtelefonie machen. Das ist aber eine alte Debatte. Mittlerweile befinden wir uns in einer ganz neuen Debatte und zwar dreht die sich um, sagen wir mal, den doppelten Markt, um sogenannte Durchleitungsgebühren. Das Ganze ist eingeleitet worden eigentlich von der Deutschen Telekom, die schon letztes Jahr verkündet hatte, hey, Mobilfunktarife, da gibt es zwar eine Drosselung ab einem bestimmten Volumenkontingent, aber Spotify, unser Partnerdienst, wo wir auch zufällig dran Anteile haben, also die Deutsche Telekom, nicht ich, die kommt trotzdem weiter zu euch durch, auch wenn euer Volumen aufgebraucht ist. Und das ist die neue Debatte, wo wir stehen. Die Telekommunikationsunternehmen haben verstanden, es ist viel klüger, nicht Skype zu blocken, wenn Skype einen gefährdet, sondern von Skype Geld zu nehmen für Durchleitungsgebühren, weil Skype hat auch ein Interesse daran, diese Durchleitungsgebühren für Überholspuren zu finanzieren, weil sie dadurch auch, also Skype in dem Sinne, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber potenziellen neuen Konkurrenten hat. Und das ist die Debatte, in der wir uns befinden, vor allen Dingen seit April, seitdem dieser Herr und sein Unternehmen verkündet haben, naja, also wir planen jetzt mal was Neues, wir wollen Volumentarife einführen, also die Deutsche Telekom, ab einem bestimmten Volumen wird dann das Internet so langsam, wie ihr es aus den 90ern kennt, und dann kommen aber noch unsere speziellen Angebote durch über sogenannte Managed Services. Und hier hatte man auch schon erkannt, Managed Services, Entertain war so der erste Dienst, dieses Fernsehen, was bei der Telekom durchkommt. Das ist zwar Internettechnologie, aber wir nennen das einfach ganz anders und dann ist es halt kein Internet mehr, dann interessiert uns auch nicht diese Netzneutralitätsdebatte. Und schon waren wir aber in genau eben dieser Netzneutralitätsdebatte drin. Wir haben lustige Plakate geklebt, das war auch eine Zeit lang in Massenmedien. Und mittlerweile interessiert es halt leider niemanden mehr wegen Prism und so weiter. Und wir haben jetzt hier mal irgendwie einen ganzen Verlauf gemacht. Wir haben natürlich immer die Herausforderung, es passiert was, alle regen sich drüber auf. Und dann ist halt daran die Frage, wie lange regen sich alle drüber auf, bis sie sich über das nächste Thema aufregen oder das neue Computerspiel rauskommt. Und leider dauern die politischen Prozesse immer länger, als diese Aufmerksamkeitsschwelle anhält. Und hier sehen wir es halt, der erste Bericht in Podcasts und Blogs war 22. März, 22. April kamen sie raus. Anfang Mai hätte die ganze Debatte eigentlich schon zu Ende sein müssen. Das ging echt bis zur Mitte Juni. Und dann kam halt Prism. Danke, Edward Snowden, dass du uns die Netzneutralitätsdebatte kaputt gemacht hast. Danke, dass wir da wir eine andere Debatte bekommen haben, auch okay, ne? Aber es wäre schön, wenn wir beide Debatten parallel weiterlaufen lassen könnten. Hier sehen wir auch,
so ein bisschen, ich habe eben eine Stunde vorher, bin ich eingesprungen, um diesen Vortrag zu machen, deswegen habe ich jetzt hier nicht mehr. Man könnte es eigentlich auch schön auf so einer Zeitleiste machen. Also es gab halt diese große Aufregung hat zur Verwunderung aller Teilnehmer länger gedauert als gedacht. Die Deutsche Telekom dachte am Anfang, 1-2 Wochen ist sie weg. Die Politik wurde immer nervöser, weil das immer mehr irgendwie Richtung Wahlkampf kam, also musste die Bundesregierung irgendwie Handlungsfähigkeit zeigen, weil Wahlkampf, muss man was machen, sonst kriegt man nur blöde Fragen gestellt. Also hat das Wirtschaftsministerium dann erstmal verkündet, wir machen jetzt einfach mal auf Basis des Telekommunikationsgesetzes eine Verordnung oder eine Rechtsverordnung. Und zwar steht im Telekommunikationsgesetz, was Schwarz-Gelb 2011 durchgebracht hat, also Netzneutralität ist eines von verschiedenen Regulierungszielen. Wenn man da mal was machen will, dann kann man halt irgendwie mal eine Verordnung machen. Eine Verordnung ist aber ist schwächer, als wenn man es gleich in das Telekommunikationsgesetz reingeschrieben hätte, dass man eine Netzneutralität haben möchte. Insofern hat man es so ein bisschen offen gelassen. Man spricht hier von Netzneutralität, bedeutet diskriminierungsfreie Datenübermittlung. Da hat man auch wieder das Problem, das interpretieren viele Leute total unterschiedlich. Das Problem ist leider, dass halt die Mehrheit der politisch aktiven Juristen das leider nicht so interpretieren wie wir. Also wenn wir von diskriminierungsfrei reden, dann meinen wir auch diskriminierungsfrei. Wenn Juristen darüber reden, dann meinen sie dasselbe, was auch die Telekom meint. Wenn jeder kann unsere Überholspur kaufen, da sind wir total offen. Das ist dann diskriminierungsfrei. Aber wir meinen halt gar keine Überholspur, weil wenn jemand mal eine Überholspur kauft, dann hat er ja eine Bevorzugung gegenüber allen anderen, die dann diskriminiert werden, weil sie sich das nicht kaufen wollen oder können oder sonst irgendwie. Wie dem auch sei, es gab halt diesen ersten Entwurf einer Verordnung der Gewährleistung der Netzneutralität und das war besser als nichts, besser als der aktuelle Status quo, der halt sagt, irgendwie kann man machen, was man will, aber jetzt auch nicht so das Wahre, weil eigentlich die Drosselkompläne davon relativ untangiert gewesen wären. Aber man hätte vielleicht oder wahrscheinlich so im Best-Effort-Internet, im offenen, freien Internet, das komme ich noch gleich nochmal dazu, zumindest diese Diskriminierung oder Blockaden in den Mobilfunktarifen wegbekommen. Aber wir sagten halt damals, kleiner Schritt in die richtige Richtung, das mit den Drosselkomplänen wird da vielleicht wahrscheinlich nicht irgendwie richtig von tangiert, weil das kam da nicht so wirklich drin vor. Aber richtig klar war, besser gesetzlich verankern, aber von der Zeit war das halt jetzt in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu machen. Aber es zeigte sich dann auch leider, hier kommt noch erstmal noch eine Zusammenfassung, das war sie halt gerade schon gesagte, das war halt irgendwie diese erste Verordnung. Und dann kam auf einmal, ihr erinnert euch, Edward Snowden erschien auf der in der Aufmerksamkeitsschwelle. Und dann wurde der erste Entwurf zurückgenommen, nachdem es im Wirtschaftsministerium eine Anhörung gab, wo wir und Verbraucherzentralen und verschiedenste andere irgendwie eher Inhalte und usernahen Organisationen meinten, besser als nichts, ist zwar nicht der Traum, aber es könnte auch viel schlimmer gehen. Und die Telekommunikationsunternehmen und ihre Lobby meinten, das geht gar nicht. Das Problem ist, liegt vielleicht auch daran, dass es ein Wirtschaftsministerium ist, so Nutzerrechte und so weiter sind dann nachrangig. Diese Verordnung wurde dann wieder zurückgezogen und es gab eine neue. Und diese neue sagt jetzt eigentlich, da gab es ja diese Drosselkompläne, die legalisieren wir jetzt einfach mal und packen die einfach mal in den rechtlichen Rahmen. Und zwar wird da hier so ein Trick verwendet, den wir auch sehen können auf EU-Ebene, da komme ich später dazu. Man sagt einfach, nichts anderes hat die Telekom die ganze Zeit gesagt, es gibt das freie und offene Internet, da soll Netzneutralität gelten, das nennt man auch Best-Effort-Internet nach, alle Daten werden gleichrangig irgendwie durchgeleitet. Man sagt einfach, das gibt halt das eine, das ist halt Internet, da schreiben wir groß Internet drauf und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, so was daneben zu machen. Da schreiben wir jetzt nur nicht Internet drauf, das kann man Managed Service nennen, Fernsehen oder sonst irgendwie. Und da gelten ganz andere Regeln, da kann man machen, was man will. Und das ist erlaubt, solange es diskriminierungsfrei ist. Diskriminierungsfrei, erinnert euch an dieses Zitat, diskriminierungsfrei bedeutet, jeder kann zahlen. Muss nur transparent und offen sein. Gibt es dann wahrscheinlich die Tarife irgendwie auf telekom.de zu lesen, das ist dann transparent und offen. Was? Ja, im Moment nicht so, ne? Da gab es dann auch in dieser Anhörung, in der ersten Anhörung im Wirtschaftsministerium, habe ich dann einen Vertreter der Deutschen Telekom Lobbyisten gefragt, wie ist denn das, kann ich für meinen Audio-Podcast eigentlich so denselben Vertrag haben, wie Spotify bekommen hat? Und der meinte vor versammelter Mannschaft, ja, klar, kontaktieren Sie uns.
Und das haben wir dann mal versucht. Da kriegt man dann nur ein Schreiben zurück. Naja, also Sie wissen halt, aufgrund der politischen Debatte können wir da gerade nichts rausrücken. Das haben wir geblockt und uns dann auch erstmal bei der Bundesnetzagentur beschwert. Weil offensichtlich wurde uns hier was versprochen, was nicht eingehalten wird. Wir werden diskriminiert und jetzt sind wir mal gespannt, wie die Bundesnetzagentur darauf reagiert. Denen mussten wir erstmal erklären, was ein Podcast ist und so weiter. Und dass das sowas ähnliches wie Spotify ist, wir deswegen halt auch irgendwie uns diskriminiert fühlen und auch zu Recht und so weiter und tatsächlich ein Anliegen hat. Das hat dann zum Glück alles der André gemacht. Naja, auf jeden Fall, was auch noch in diesem zweiten Entwurf jetzt drin ist, das sind so Transportklassen. So Transportklassen ist so der Glaube daran, dass man irgendwie mal so bestimmte Schnellspuren für bestimmte Inhalte im Netz machen kann. Das ist alles technisch noch nicht so ganz geregelt. Also man möchte jetzt sozusagen das Internet, was halt bisher immer so das so grün-gelb war, Best-Effort-Internet so aufteilen in so verschiedene Sachen. Also es gibt erstmal das Best-Effort-Internet. Innerhalb des Best-Effort-Internet gibt es dann Qualitätsklassen, Transport, Dienstklassen, whatever, wie man sie bezeichnet. Da ist dann die Idee dahinter, naja, ein Video muss ja schneller durchgehen als eine E-Mail. Wir sagen aber ganz klar, naja, wenn etwas schneller gemacht wird, wird was anderes verlangsamt. Und eigentlich, wenn es diese Entscheidung geben sollte, dann sollten wir als Nutzer an den Enden des Internets diese Entscheidung treffen können müssen, anstatt dass die Telekommunikationsunternehmen das machen. Aber wie gesagt, der Trend geht halt bei denen seit Jahren hinzu. Sie wollen halt diese Managed Services haben, sie wollen Durchleitungsgebühren bezahlen, sie wollen halt Deals haben mit Skype und Co., vor allen Dingen auch mit YouTube und Co., um halt irgendwie abzukassieren. YouTube, Skype und Co. haben Interesse daran, weil, sie wollen halt durchgeleitet werden und sie wollen halt vor allen Dingen ihren Marktvorsprung und ihre Marktposition halten. Und jetzt haben wir das Problem. Also es gibt jetzt so diese Verordnung, das regelt halt dieses Best-Effort-Internet. Managed Services werden legalisiert, aber sofern sie diskriminierungsfrei sind. Und das Problem in Zukunft ist, dass halt die Gefahr besteht, dass halt nicht mehr wirklich Internet verkauft wird, er ist in Internet drin, er ist in kannst du alles mitmachen, sondern Surf-Pakete aus Managed Services. Kennen wir alles irgendwie? Da gab es so lustige Bilder, wo halt eher so eine Persiflage mitgemacht wurde, als diese Drosselcom-Bilder rauskamen. Genau, das wird jetzt Realität. Das waren nur lustige Bilder. Und auch wir haben bei echtesnetz.de/guide eigentlich auch schon immer davon geschrieben, als wird wahrscheinlich kommen. Das kommt jetzt auch. Ja, und wie reagiert die Politik darauf? Ich habe mir jetzt heute nochmal angeguckt, irgendwie was in den ganzen Parteiprogrammen steht von 5 Parteien. Inklusive Piraten. Bei CSU habe ich jetzt nicht geguckt, weil ich habe einfach bei der CDU geguckt. Ich wusste jetzt nicht, ob die jetzt 2 getrennte haben und so weiter. Wir können ja mal so ein bisschen Ratespiel machen, von welcher Partei was ist, weil lustigerweise steht bei allen Netzneutralität drin. Das ist das Erste. Auch müssen spezifische netzpolitische Fragen darauf geprüft werden, ob der Gesetzgeber handeln muss, zum Beispiel zur Sicherung der Netzneutralität. Na, nach wem klingt das? Nee. CDU, herzlichen Glückwunsch. Also so offen wie möglich, jeder soll da was reininterpretieren können. Dieser Satz ist eigentlich sinnbildlich für das ganze CDU-Wahlprogramm. Ich habe auch schon mal gehört, wenn man ich weiß nicht, ob es stimmt, wenn man beim Wahl-O-Mat überall könnte sein oder irgendwie dieses so, weiß ich jetzt auch nicht so genau, anklickt, dann kriegt man zum Schluss raus, könnte CDU wählen. Aber wir gehen mal weiter. Wir werden die Netzneutralität gesetzlich verankern. Ja, SPD. Mehr steht auch nicht drin. Das Problem ist auch da wiederum, wenn nicht mehr drin steht, dann kann auch jeder reininterpretieren, welche Netzneutralität gemeint ist. Mit Managed Service, ohne oder sonst irgendwie. Naja, aber wenigstens gesetzlich verankert. Das ist schon ein bisschen mehr als, wir finden Netzneutralität irgendwie gut und müssen uns mal damit beschäftigen. Noch lustiger wird diese Partei. Als einzige Partei verlangen wir die gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität, wo man sich denkt so, hallo, SPD, wir werden die Netzneutralität gesetzlich verankern. Piraten als einzige Partei verlangen wir die gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität und dann kommt bla 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 bla. Da merkt man halt mal wieder so eine gewisse Filterblase, in denen sich bestimmte Parteien und ihre Mitglieder befinden. Was? Ich habe es klein gedruckt, weil da so viel Text war. Also der SPD hat halt eher Vorteil gehabt. Das kann ich jetzt auch nicht. Also das mit Schriftgröße 64, das war mir zu viel Aufwand. Gut. Bla 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 bla, steht also im Internet, ist eigentlich recht okay, hätte man auch noch ein bisschen weiter ausformulieren können. Also ehrlich gesagt ist das fast schon wieder zu technisch, ne? Also so normaler Bürger wird das überhaupt nicht verstehen. Das ist halt so von Nerds für Nerds definiert. Hier haben wir was anderes, eine andere Bleiwüste. Wer ist das? Ja, okay. Ja, die wollten mal wieder so ein bisschen Streber spielen, haben das am ausführlichsten gemacht, auch relativ untechnisch formuliert. Aber auch die wollen eine gesetzliche Festschreibung. Dann,
Gut, jetzt wird es auch langsam mal ein bisschen langweilig. Wer konnte das jetzt sein? Kurzfristig wollen wir den egalitären Zugang zum Netz technisch sichern und gesetzlich verankern. Da fragt man sich, was möchte denn die Linke mittel- und langfristig tun? Auf jeden Fall sagen sie irgendwie verstaatlichen. Also Telekommunikationsnetze. Weiß ich nicht, ob in Gemeinschaft, wirtschaftlich, vielleicht alles als Genossenschaften und so weiter. Und dann haben wir noch die Partei, die das Bundeswirtschaftsministerium betreibt im Moment. Wir haben zur Sicherung der Netzneutralität im Telekommunikationsgesetz vorsorgliche Maßnahmen bereits ergriffen. Die Geschichte, wie irgendwie diese Verordnungsmöglichkeit damals reinkam, war auch irgendwie, da war man auf einmal unter Druck, weil man vergessen hatte, Netzneutralität reinzuschreiben. Da musste man in letzter Sekunde das irgendwie noch unterbringen, damit es irgendwie noch namentlich drinsteht. Und das ist halt diese komische Konstruktion geschaffen worden. Aber die FDP verspricht auch, oder was heißt, sie definiert das eigentlich ganz klar durch, aber sie definiert Netzneutralität halt ganz anders als wir. Grundprinzip der Telekommunikationsregulierung, Rechtschreibfehler sind von mir. Das heißt, Diskriminierung von einzelnen Angeboten innerhalb einer Diensteklasse nicht geben darf. Also Qualitätsklassen ist super, Gleiches muss auch gleich behandelt werden. Naja, wenn jeder bezahlt, kommt jeder durch. Also insofern sagt sie zwar auch, sie ist für Netzneutralität, aber meint eine ganz andere Netzneutralität. Und ich habe das mal versucht, in einem Bild zu visualisieren. Ihr kennt das ja vielleicht von der FDP-Werbung. Mehr Drosselkommwagen, das Zweiklassennetz ermöglichen. Gut gemacht, FDP. Das ist die nationale Debatte. Soweit, so gut. Wir haben aber gleichzeitig das Problem, dass wir auf EU-Ebene eine Kommissarin haben namens Nelly Groes, die ist gerade auf Abschiedstournee, weil sie nächstes Jahr in Rente geht mit 72 Jahren, zuständig für Informationsgesellschaft und sehr telekomfreundlich. Also die trifft sich seit einigen Jahren immer gern mit den ganzen Spitzen der Telekommunikationsunternehmen, wünscht sich mehr Breitband, kriegt das aber nicht und verschenkt immer mehr Zugeständnisse in der Hoffnung, dass sie von den Telekommunikationsunternehmen irgendwie mal ein bisschen mehr Breitband bekommen, weil die ganze EU-Förderung auch eingeschränkt wird, weil die Agrarförderung irgendwie nicht angetastet werden darf und so weiter. Und die verspricht uns seit 4 Jahren, I want you to be able to say that you saved the right to access the open internet by guaranteeing net neutrality. Das ist aus einer Rede von ihr in diesem Jahr vor EU-Parlamentariern. Wir haben die ganze Zeit immer gesagt, hello, Nelly, grüß. Seit 4 Jahren warten wir darauf, dass du was tust, du versprichst uns das immer. Und stattdessen gab es immer alle paar Monate eine neue Konsultation. Haben wir natürlich immer ausgefüllt, aber wahrscheinlich kamen da die falschen Antworten aus ihrer Sicht raus, ne, weil wir die immer nur ausgefüllt haben und andere nicht. Deswegen gab es einfach eine neue, in der Hoffnung vielleicht, dass halt irgendwann mal das richtige Ergebnis bei rauskommt. Aber auf jeden Fall sieht man hier wiederum ihre Definition, sie highlightet wieder die Open Internet, also Best Effort Internet, da soll es Netzneutralität geben. Und dann haben wir in diesem Sommer den Entwurf einer Verordnung auf EU-Ebene bekommen. Dazu muss man sagen, auf EU-Ebene gibt es so 2 verschiedene Möglichkeiten, wie man Gesetze regeln kann. Das eine ist eine Richtlinie, da gibt es Handlungsspielraum, einen Stellschrauben auf nationaler Ebene oder eine Verordnung, die gilt für alles gleich. Und wir haben in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern der EU, also eigentlich nur in 2, in den Niederlanden und in Slowenien Gesetze bekommen zum Schutz der Netzneutralität und sie möchte jetzt eine Verordnung auf EU-Ebene machen, um Netzneutralität gesamt zu regeln. Wo wir schon dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt Nelly Groes anfängt, da rumzukaspern, dann bedeutet das nichts Gutes für Holland und Slowenien. Und wir haben natürlich auch den ersten Entwurf bekommen, online gestellt und es war halt klar, das geht so nicht. Also ich habe damals geschrieben, dass wir Nelly Groes beerdigt die Netzneutralität, fand sie überhaupt nicht lustig, aber selbst unser Wirtschaftsminister fand das jetzt nicht so cool. Das, was wir gesehen haben, reicht uns in Bezug auf die Gewährleistung der Netzneutralität nicht aus, sagt er dem Handelsblatt. Das war auch ganz lustig oder interessant. Ich habe heute noch mal ein paar Zitate von ihm durchgeguckt. Das war 2 Wochen, bevor der 2. Entwurf kam. Das war noch, als die Debatte da war, als Edward Snowden noch nicht da war, wo er sich noch irgendwie hinstellt und sagte, naja, irgendwie, wir müssen die Netzneutralität wahren. Und ist dann sofort umgekippt. 2 Wochen später gab es den 2. Entwurf. Da stand drin, Drosselkomm legalisieren, alles prima. Nelly Groes, fand das da nicht lustig, was wir sie meinten. Wir fühlten uns ein bisschen beehrt, dass eine EU-Kommissarin auf Twitter ihre Follower informiert, dass wir irgendwie falsche Informationen über sie verbreiten. Aber wir waren dann schon, dachten dann so, ja, kein Problem, präsentier doch einfach mal den richtigen Vorschlag. Weil das war der Entwurf, der uns zugelegt wurde. Und seit letzter Woche gibt es den 2. Entwurf, da steht nochmal fast genau dasselbe drin. Und insofern haben wir recht behalten, das soll nächste Woche Mittwoch präsentiert werden.
Ich habe jetzt nur mal von Heise die Zusammenfassung irgendwie mal kurz einen Satz raus. Wir müssen die Verordnung noch weiter fertig durcharbeiten, aber da ist die ganze Zeit die Rede davon von Assured Service Quality und damit ist halt ein Regime gedacht oder ein System gedacht, wie wir es von den Managed Services in Deutschland oder in der Telekom-Debatte Haus kennen. Eigentlich möchte die EU-Kommission eine Verordnung schaffen, wo dann im Best-Effort-Internet, was zukünftig dann immer kleiner werden wird, irgendwie Netzneutralität gilt. Die unklar ist noch, ob auf EU-Ebene ausreicht, wenn groß draufsteht, hier wird die Netzneutralität verletzt oder ob tatsächlich irgendwie Voice-over-IP blockieren, verboten wird oder nicht. Naja, abschließend nochmal. Und das Stichwort Netzneutralität ist für uns sehr wichtig. Jeder Nutzer, egal was er verdient, welchen Bildungsgrad er hat, soll die Möglichkeit haben, den gleichen Zugang zum Internet zu bekommen. Es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben. Ja, auch hier sei nochmal darauf erinnert, die Telekom schafft gerade dieses Zweiklassen-Internet und die Bundesregierung hilft dir dabei. Also, Frau Merkel aus dem Jahr 2011, möchten wir Sie nochmal daran erinnern, steht auch alles so ausformuliert im Internet in Ihrem Videopodcast. Sie haben uns mal was anderes versprochen, als es gerade rauskommt. Und ich möchte mit einer Folie beenden. Das ist Philipp Blank von der Deutschen Telekom, einer der Sprecher, der verkündete Ende April, ja, keine Panik, da wird es ein bisschen Medienaufregung geben, die ist bald vorbei, dann kümmern wir uns um die Politiker und dann werden wir am Ende gewinnen. Wenn ihr nichts tut, wenn wir alle nichts tun, dann gewinnen die tatsächlich, weil die haben die längere Kraft, die haben so viele Ressourcen, die können so viele Menschen und so viele Agenturen da drauf schmeißen, so viele Politiker zum Essen einladen, dass sie einfach mal einen langen Atem haben und im Endeffekt gewinnen können, wenn wir das Thema nicht weiter behandeln, wenn wir nicht weiter dranbleiben und ganz viel Druck aufbauen, dass halt die Politik kein Zwei-Klassen-Internet ermöglicht. Insofern, Deutsche Telekom drosseln ist unsere Forderung, Netzneutralität ins Gesetz mit der richtigen Definition. Ja, das war's. Danke. Vielen Dank.